Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Thank you all for coming. Thanks to the delegation, of course, for coming. It's been an honor to have you here, really. And we have had some successful days behind us. We have one day in front of us tomorrow with our demonstration. So this one is going to be the last panel of the day and the last part of the public conference. And yeah, we're excited to start. We have a panel full of expertise, really, and I'm really curious for these next 2 hours and to see what we come up with and to hear your views and opinions. So, yeah, let me start by thanking the volunteers as well and all the members of our organizing team who have done a great effort throughout the last months to make this conference what it is. It's been a lot of work for all of us, and yeah, unfortunately, some work is more noticeable than other work, but yeah, we would like to keep that in mind and thank everyone for their contributions. Thank you also to the translators. Your job's obviously crucial as well for the success of this conference, so thanks a lot. We should try and keep to a reasonable pace while speaking to make their job not harder than it already is. Yeah, I just quickly want to point out that the documentation of this conference, you've seen the cameras, as well as the resolution we are preparing, will be available throughout our different media outlets. So yeah, make sure to update yourself throughout the next week on that. Yeah, the panel will be mostly in German, so I would kindly ask the honored delegates from Namibia and the US to make use of the translation devices if needed. And I will quickly begin by introducing our panelists. Ich beginne mit Hanne-Marie Jokin. Hanni ist bildende Künstlerin und Kuratorin in Hamburg. Sie ist Mitglied im Arbeitskreis Hamburg Postkolonial. Seit 2004 leistet sie künstlerische Arbeit zur Kolonialgeschichte und kolonialen Gegenwart im In- und Ausland und ist verantwortlich für zahlreiche Vortrags- und Lehrtätigkeiten sowie themenbezogene Publikationen. Hanni ist eine führende Aktivistin in der Hamburger Dekolonisierungsbewegung, eine wichtige kritische Stimme in der gemeinsamen Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit der Stadt Hamburg zu postkolonialen Themen. Für ihre zahlreichen Projekte hat sie jahrzehntelange Forschung in Hamburgs Archiven durchgeführt, welches ihr tiefgehendes Hintergrundwissen zu Hamburgs kolonialer und präkolonialer Geschichte, aber auch zu aktuellen Fragen und Entwicklungen der postkolonialen Politik hier in Hamburg beeinflussen. Von euch aus gesehen, rechts neben Hanni sitzt Frau Dr. Susanne Leverenz. Susanne ist Historikerin aus Hamburg und Berlin. Sie arbeitet zu den Themen Postkolonialismus, Migration und Rassismus in der visuellen Kultur in Deutschland sowie zur Geschichte von People of Color unter nationalsozialistischer Herrschaft. Ihre 2015 abgeschlossene Dissertation schrieb sie über Inszenierungen des Exotischen und ArtistInnen of Color im deutschen Unterhaltungsgewerbe zwischen 1920 und 1960. Susanne Leverenz ist im Studienzentrum der KZ-Gedenkstätte Neuengamme tätig und arbeitet zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft geförderten Kooperationsprojekt Rassismen in Kolonialismus und Nationalsozialismus. Formen, Funktionen, Folgen. Ganz rechts von euch aus gesehen auf unserem Panel sitzt Jeffdan Guirimo. I'll do your introduction in English so you can hear it directly. Born in Namibia, he's a Herero activist and a protester and affiliated with the Ova Herero, Mbandero and Nama Genocides Institute in the United States. He has been involved in the first transnational Ova Herero and Nama Congress in Berlin, which is where we met as well. That was in 2016. It is to a great part actually due to his initiative that we are sitting here today, due to him and Kaya de Wolf,
who were the first ones to write down a few ideas about a potential congress on colonial genocide here in Hamburg. So yeah, thank you, Jephthah, for your political urgency and for being here. Thanks. And then to my left is Elizabeth Canisa. Elizabeth Canisa ist Menschenrechtlerin und Politologin. Sie promoviert an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam. Sie ist zudem Vorsitzende der Canisa Foundation, wie mein Kollege Tom Gläser eben erwähnt hat. Canisa Foundation for Dialogue and Empowerment. 2015 wurde Elizabeth Canisa von dem Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte als Fellow ausgewählt. Seitdem führt sie die Aktivitäten für die Umsetzung der International Decade for People of African Descent in Deutschland und auf internationaler Ebene durch. Während des ersten transnationalen Herero und Nama-Kongresses in Berlin in 2016 hat sie sich auf der Podiumsdiskussion Who shall negotiate restorative justice after genocide für das Recht der Betroffenen auf Selbstbestimmung eingesetzt und die Handlungsspielräume internationaler Organisationen wie der UN beleuchtet. Okay. Dann fehlt nur noch Dr. Professor Louis-Henri Zeugwar. Er ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales der Hochschule für angewandte Wissenschaften, der HAW. Und seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung, postkoloniale Theorien, Resilienz- und Bildungsforschung unter Bedingungen von Flucht und Asyl, interkulturelle Bildungsforschung, sowie Bildungsprozesse im nonformalen und informellen Sektor und internationale vergleichende Erziehungswissenschaft. Professor Zeugwar hat sich seit 2002 durch Beiträge über den unangemessenen Umgang Hamburgs mit seiner Kolonialvergangenheit öffentlich geäußert, unter anderem am Beispiel der Gedenktafel in der St. Michaeliskirche, welche deutsche Soldaten würdigt, die für in Anführungsstrichen Kaiser und Reich in China und Namibia gefallen sind, Anführungsstriche Ende. Ganz kurz, des Weiteren ist Herr Zeugwar in der Vorbereitung des Runden Tisches involviert, in welcher er für ein gesamtheitliches Erinnerungskonzept zur Umgestaltung der zahllosen Hamburger postkolonialen Stellen plädiert hat. So, I'll address my first question to you, Jephthah. I'll speak in English again. So, as a representative of the delegation that we feel so honored to have here, you'll have the first word. And yeah, I'd like to ask you about your motivation to contribute to the Nama and Herero struggle for restorative justice as an activist in the US. And you have mentioned to me during our private conversations how you conceptualize what your idea of responsibility both historically and morally is. So yeah, what is your message concerning that? So basically I have to talk about my talk. Yes. Because that's what I'm going to do. So that's just 5 minutes or perfectly fine. Four minutes. Go ahead. I'll try to make it exciting and not see some sleeping faces here, but please stay with me. Anyway, I'm not, the topic is really, I tried to ask with my friend Dr. Murangi, like, what do they mean? What do they want? And I asked Jonah Toyas, like, I'm not an academic, I'm just an activist. So the language of what is it, what they want, took me a while to try to frame my, what I have to talk about. And as a result, I'm, to be honest with you, I'm just a storyteller, activist. That's all what I do. And at the end of the day, when I talk to a group of people, I ask them to do something. So when you live here, I'm asking you to do something. I'm most likely going to ask you to do something. So the rest is, then my colleagues here will do the rest of the story.
I am a Namibian. I'm a Herero by descent. I was born and raised in the village, and that's all. That's my life. Village, high school, village, school, village, school. So briefly with my life, I was expelled from high school before graduating because, of course, I was a troublemaker. So because we opposed the racist school administrator at the time. So I was expelled from school. And after I was expelled, there was no opportunity for us because of apartheid. And so I happened to go to, I fled to Botswana. I mean, I'm trying to compress the story. I became a political refugee in Botswana and eventually end up in Kenya. And I have only 5 minutes. Then I went to United States. How I got to United States, when the Bishop Desmond Tutu won a Nobel Peace Prize, he decided to use that money to educate South Africans and Namibian refugees. So I happened to be lucky one. We took a test, and I happened to pass the test. And so I went directly to university, and University of Rochester. But interesting story about that, University of Rochester, some students at the university felt like they have to do something with the students from Southern Africa who are displaced as a result of apartheid. So the student body came together and said, like, for every tuition they pay, each will contribute $1 to the scholarship fund. So I was sponsored by the students of University of Rochester, and that's how I got my degree, just by people like you. So that's why I'm trying to encourage you to use education or use your opportunity here at school to bring others and to help facilitate the healing process. So then while I was at the University of Rochester, since I was sponsored because of apartheid, I was by choice the ambassador to talk about the effects of apartheid in Namibia and South Africa, because it's the same struggle, basically. It was the same struggle. So I was a student activist and in the community as well as in the school community as well as the outside community. And one of the interesting period in the 80s, it was during Ronald Reagan, the president of the United States, and he had this vicious policy against Latin America. So the politics was more about, not necessarily about apartheid, but about the racist policy of the United States in Latin America. So I was a student activist. And as an apartheid activist, with these friends of mine sitting here and others over there, Dr. Gondis, we were also compelled to confront the businesses, that were doing business in South Africa, companies that were doing business in South Africa. So as a result, we mobilized the public in America to condemn those businesses that are doing, those companies that are doing business in South Africa, and so force them to withdraw or to divest. So that struggle also turned into changing the minds of the business or companies to have like what you call responsible investment. Because they say, I want to know if Kodak is investing in South Africa. No, then people withdrew their investment or their, money from Kodak, or otherwise Kodak should withdraw from South Africa. And Kodak was in Rochester, New York, where I went to school. So we mobilized them until they finally withdrew their operations in South Africa at the time. So that is the struggle. And the struggle also we involved with the African-American struggle in the United States, because the African-American community now was confronting, like, why are your U.S. government supporting apartheid government while the black folks in South Africa and Namibia are being oppressed? So our struggle, me as an activist, we are like forced to confront different aspects of the history. And that's why I also think sometimes students of Southern Africa are so broad at the time in terms of their perspective and activism. So that's the language of the struggle. So after independence,
I returned to Namibia, of course, I mean, there was an excitement to build, to rebuild the new country. It was an exciting moment. I returned as a high school teacher, and I was very much involved in transformation of education, and there was a lot of euphoria. But to be honest, then there was a lot of disappointment, but not necessarily disappointment, but we thought that we, the government of the time said, like, we are going to do reconciliation, so everybody should forget anything, and we are going to praise and sing Kumbaya with all the whites and everybody else. But in the process, we neglected one thing. We wrote new history textbooks, but unfortunately, there was only one page dedicated to the Herero and Nama genocide. And the rest of the history is all about the liberation struggle that started in the 60s. So in a way, the government, or we, the generation we're responsible for rewriting the history, we left out the people's history, including the Hereros and Nama, what they went through, and because we marginalized it only to two pages in the history text. So that's why Vepuka was saying it is not taught. The genocide of Herero and Nama is, doesn't really feature much in the history books, textbooks of the high schools or whatever it is. That's why. So, and so, unfortunately, then I have to return to do my master's degree in the United States. And now I'll tell you how I become involved in the struggle. So one day during my visit back home to visit, I took my grandmother to the hospital. And as we were driving through the landscape, she said, like, I mean, she was not telling a story. Oh, we never used to cross this plain when it was a certain time, or the men would come and escort us to go to our places. And I asked her, why? Because there was a German guy, crazy guy, German guy, who used to come prey on Herero pregnant women, and he will rape them and cut their stomach open. And I was like, why would you do that? Oh, Germans used to do anything. I said, but that was before the war? I mean, after the genocide? Yeah, after the genocide, Germans did everything that they wanted to do to the Hereros. And I'm like, we're like, wow. So we stopped called, and that story just stuck in my mind, like, what is that? So after that, I wanted to know, like, why did that happen? And I asked a lot of questions, and then finally I said, like, no, I want to understand what is the strength of the Herero people. What is part of their culture that helped them to regain or to reconstitute themselves after the genocide? That was my original question. How did you, because, and then I started asking, but how did you survive the genocide, and how is it that now you raise the people and you regain your cattle and you get this little piece of land, but you're still making it, you put us to school? What is it? Well, to be honest with you, when I was growing up, we used to have a great grandfather, and he was a little bit off. And every time we say, like, a joke, like, oh, it's like, what is that? Oh, Norfia, Norfia 1904. I'm like, what is Norfia 1904? That was the phrase. Norfia 1904. Norfia, what is it? What is the name? 1904, it's Norfia? Okay, they used to say Norfia. So that was implanted in everybody's mind. What is Norfia? It's just a war. Every kid will hear about Norfia, Norfia, Norfia. It's like, what is that? It was just a war, and it was just a phrase like that in my mind. There was nothing there. So as I grow up, I started to understand, like, so what happened? And asking a lot of questions, and then I decided, okay, I need to make a film about this. And I bought a camera, and I interviewed most of my family, my grandmother, to tell them about their stories. And I started traveling to Germany to learn about what is the perspective of the Germans about the genocide.
of the Overhero and Nama people. So after many, many talks, I realized that I am not going to be neutral on this topic. No matter how I want to present this issue, I am not going to remain neutral. I have a side and I have a story to tell. And what moved me through the interview process, I spoke to my grandmother and I asked my grandmother, so tell me more about your mother's experience in the war. She told me many things, but she told me a story that said, like, when the war started, my mother was 17 at the time. So they ran through what they call the Kalahari towards Botswana. And as they ran, meaning my great-grandmother now was tired. So when they felt that she was tired, her brother, meaning my great-grandmother's brother, said, like, told my great-grandmother, say, okay, now your mother is tired. You guys go forward. I will try to bring your mom along. Okay, so it's 17-year-olds. They left the mother over there with her uncle. So the other one went. So she got into her description. In the afternoon, they reconnected again. And my grandmother, great-grandmother said, so where's my mother? And the other one, the uncle looked down and said, like, well, she's tired. And I asked my friend, and we are tired. We cannot carry her anymore. So what did you do to her? We left her under the tree. To die? Yes. So my great-grandmother said, like, okay, that's enough. She went, left the group, and disappeared. So that's the story that's talking about. It's many stories, but that's the story that. And so what happened to your other uncle? Oh, they were running, and then they wanted to, because they were running, the heroes, when you're running through the, they were running with their cattle. So they were digging the well of the cattle, and then the cows were thirsty, everything was thirsty, so the men were digging the wells. Now the well was like inside, and so the cattle were like, fell in it, and so one of these uncle was trampled to death because they fell, the cattle fell on him. So that's the tragedy of the story of my mother's side, what happened in the war. But the rest is like everybody else's story, they end up in the concentration camps. So that was the moving story of my parents and how I got involved in this struggle and what was my personal motivation to engage in the struggle. What do I do? In four years ago, me and Dr. Ngondi Kamatuka and a sister from New York, we organized a petition, online petition, that generated over 3,000 or 4,000 people to sign about the German government to recognize and apologize to the Overherero. That gained a lot of momentum, and Ms. Esther Mwinyangwe, as well as Ida, they also mobilized in Namibia. And the way we mobilized that petition, we made sure that in every country, we online petition, they print out the names, and we took it to the German embassy in Washington, D.C. We asked them, our friends in Germany, to take it. Christian took them. And we asked some friends in the UK, South Africa, Botswana, and different countries. So it was a very dramatic experience. But it was just a petition to bring awareness and to put the German government on its toes. And it worked. And even the Namibian government was aware of that. So in the USA, I'm still active in the social justice movement. We link our struggle. 2 years ago, we organized a conference with the Jewish community. We work with the Center for Holocaust and Tolerance Center. I'm sorry. And the lady named Beth Lilac. So we organized that conference to highlight the heroic genocide. And through her brilliance, she said, like, can we
also invite a lawyer so that they can help you to define like what are the possibility or legal possibilities for, oh sorry, okay, I'll finish it up. Legal possibilities for your case. So we invited the lawyer, and finally, the other organization, our friends, comrades Gondi, they were moved by the possibilities, and they, Veraka Tour, file a case on behalf of the Obuhero or for all of us. So my time is running out, and then I have ONGI also organized a meeting with a U.S. Jewish congressman who, for the first time, sent a letter to the German embassy. I'll stop there. Thank you, Jephtha. We'll come back especially to those last points that you mentioned about your collaboration with the Jewish communities and their representatives to, you know, exchange for advice on your legal case against the German government, because it's a very interesting example of solidarity and collaboration between different victim groups that I think is an inspiring example that sets a counter to those who think that victim groups would only compete but not stand also in solidarity with each other. So, but I would like to pass on the word to Elizabeth. You submitted your statement in English, so I'll ask the question in English. So, I think Jephtha's story is also a powerful story of self-determination in a sense. And I know you're working in the international arena as well, so how do you negotiate, you know, struggles from groups that face disadvantages and are trying to self-determine where, you know, in or against or with institutions that have their objectives and their motives as well? Thank you very much. All men are born equal and free. It was a rainy day when we saw the helicopters flying. We were left down on the ground, but we saw the helicopters filled with white women, white children. The United Nations trucks came, also helping people seemingly with this skin color. I think this was the first time I recognized that maybe I might have a different skin color. Today, we mark the International Day of the Commemoration of the Rwandan Genocide. I am from Rwanda. And this is the reason why I'm in Germany. All men are born free and equal. In a police cell in Dessau, a black man died called Ori Jallow. Until today, his case seemingly remains unclear, although the facts are clear. He burned in a cell, chained. I wish to tell you these small points to just show you the contradiction of what we call human rights. I'm in this field for some years now, and I'm confronted with these contradictions. And when the helicopter flew out of Rwanda, I asked my auntie, why are we here? And she told me, in everything, you must learn to contextualize. And I wish to contextualize that when we talk about the genocide against the Obuhere Nama, we are in the context of racism. It's not a genocide. Just a genocide. It's not just a crime.
It was a genocide committed against Africans outside the continent of those who oppressed and killed. If you are to free yourselves, you must break the chains of oppressions yourselves. Winnie Mandela, end of quote. If we want to free ourselves, she said, we must do it ourselves. I understand this statement to mean that we, the oppressed, must undertake an inventory of ourselves and find ways to speak back and to fight back. Yet, one very important viewpoint on the implementation of remembrance is often disregarded, namely that of unity. Remembrance is an outward expression. Remembrance cannot be done alone. We must remember together. And I'm tired of speaking to audiences with a committed black participation and a discommitted white participation. So my contribution today goes to the questions: how can we get to a point when we have shared understanding of our past? I represent the International Decade for People of African Descent, which was launched by the United Nations in 2013 with the aim to implement recognition, justice, and development. And this decade starts by asking, what is my role? What is your role? What is your role as a white person in this, our shared history? Why should the Herero Nama sit here, talk, and we listen to them? What do we do as German citizens in this country? I wish to end with an example, because the question was asked, how can we have remembrance from below? In Germany, we have no monument on the genocide against Over Herero on Nama. In Germany, we have no monument on the colonial history of Germany, in the capital of Germany, what I'm saying. We have one small item, I call it item, because it's a small remembrance wall, which was not implemented or dedicated by the German government. So we must ask ourselves the question about remembrance. I wish to finish by encouraging ourselves to look beyond the borders, what other states are doing, what other communities are doing to have remembrance from below. I wish to highlight, for example, initiatives like the Black History Month, which started as the Negro History Week many years ago, 1920s, which started first as an initiative to learn about their own black history, their own black achievements, and later moved to a month of shared historical education. Why couldn't we have something like this in Germany? There are many stories yet to be told, many lessons to learn. One of them is that freedom was not a gift to the colonized and enslaved people. Unfortunately, there is the narrative that says so. It was not a gift. It was the right, and they continue to fight for it until today. In remembrance of Winnie Mandela and also the descendants and victims of the Over Herero genocide, I'm happy to speak today and to look for solutions of how we can have a shared remembrance of these crimes. Thank you. Wenn wir über geteilte Geschichte sprechen, fällt mir ein Statement von Millicent Adjaye ein von gestern Abend auf dem Panel auf der Stubnitz, in dem sie sagte, dass sie das Gefühl bekommt, dass auch Teile der weißen Community langsam aufwachen und lernen zuzuhören
erst einmal, aber sich auch solidarisieren. Und jemand, der seit Jahrzehnten sehr aktiv ist in dieser solidarischen Arbeit, die für einen Perspektivwechsel in der Erinnerung und eine kritische geteilte Erinnerung eintritt, ist Hani Yokin. Und ich würde zu dir überleiten, Hani, dass du von deiner Arbeit uns kurz berichtest, welchen Fokus du setzt, aber auch wie du mit der Zusammenarbeit umgehst von zum Teil kolonial vorbelasteten Institutionen, auf die du ja auch immer wieder triffst in deiner Arbeit. Ja, vielen Dank, Jonas. Ich habe selbst in den letzten 15 Jahren viel dazu gelernt. Ich betrachte mich weiterhin als eine Lernende. Wir haben tatsächlich 2004 angefangen mit der Arbeit vom Arbeitskreis Hamburg Postkolonial. Und am Anfang waren wir tatsächlich ein weißer Haufen. Es gab hier keine Diskussion in Hamburg oder in Deutschland über die Kolonialgeschichte. Und das ist nach wie vor so. Ich habe ja jetzt gehört, dass es in Namibia keine offiziellen Erinnerungsorte an den Genozid gibt. Die gibt es auch nicht in Hamburg. Wir haben keinen postkolonialen Erinnerungsort. Wir haben 140 Orte in Hamburg für die Geschichte des Shoah. Die sind richtig und wichtig. Aber jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen. Unsere Stadt ist voller kolonialer Spuren, wie auch die Städte in Namibia. Und sie wirken unter der Haut weiter, dadurch, dass sie einfach mal so akzeptiert werden. Und wie sollen wir denn eigentlich heute den wieder wachsenden Rassismus verstehen, wenn wir die historischen Wurzeln nicht kennen? Wenn ich im Stadtraum arbeite, also wir haben verschiedene Kunstprojekte geführt im Stadtraum, wie auch im Galerieraum, und wir entwickeln im Arbeitskreis Hamburg Postkolonial Stadtrundgänge, die wir anbieten als vermittelnde, als Wahrnehmung des Stadtraums. Das bedeutet Wahrnehmung selbst zuerst mal, also die Spuren zu finden und ins Archiv zu gehen und schauen, was das überhaupt ist. Ich habe mit Kolleginnen auch in Ghana und Tansania gearbeitet. Ich war noch nie in Namibia, aber ich hoffe, dass das bald auch kommt. Wir haben ein neues Netzwerk zum transatlantischen Versklavungshandel, Black Atlantic, mit den ehemaligen dänischen Karibikinseln aufgebaut, mit Kolleginnen dort, die auch explizit zur Erinnerungskultur arbeiten. Also man spricht ja auch vom transatlantischen Menschenhandel als den schwarzen Holocaust oder Marfa. Und ich denke, dass wir auch diese 500 oder 600 Jahre hamburgische Kolonialgeschichte anschauen müssen. Wir haben mit Berlin Postkolonial auch die Wanderausstellung Freedom Roads, koloniale Straßennamen, postkoloniale Erinnerungskultur entwickelt. Wir waren in Berlin, in Hamburg, in München. Ich glaube, dass das ziemlich die Diskussion über den Stadtraum auch angestoßen hat, und wir hoffen, dass unsere letzte abschließende Ausstellung wieder zurückkehren kann nach Berlin. Zu deiner Frage, Jonas, jetzt mit diesen, wie wir halt mit Institutionen umgehen, die noch nicht dekolonisiert sind. Also es gibt ja jetzt sozusagen von der Kulturbehörde aus ein Programm, Aufarbeitung des kolonialen Erbes, so heißt das Kind. Und die Communities und die Initiativen haben in den letzten vielen Jahren auch wichtige Impulse dafür gegeben. Sicherlich müssen wir ein Auge noch drauf werfen. Es gibt Strukturdebatten,
Spenden, es gibt auch Forderungen natürlich nach Finanzierung. Und wir sind ziemlich am Anfang und diskutieren auch mit der Kulturbehörde. Ich finde es ziemlich schwierig, mit Institutionen zu arbeiten, deren Teams weiß sind, komplett weiß. Wenn wir anfangen, Hamburg wirklich zu dekolonisieren, muss es eben nicht nur bei den Inhalten einen Perspektivwechsel gehen, sondern auch bei den Teams. Dafür gibt es schon Modelle, zum Beispiel Tate London oder das International Slavery Museum in Liverpool. Es sind lange Prozesse, Tate London ist im 10. Jahr, aber dadurch hat sich dort zum Beispiel das Team völlig verändert. Dies gilt natürlich auch für die städtische Verwaltung des Programms und auch für die universitäre Forschung und Lehre. Es ist schon... Es ist schon richtig, dass die Stadt sich mit der eigenen Kolonialgeschichte auseinandersetzt. Doch wer sind die Expertinnen? Wer darf entscheiden, was getan wird? Also schließlich die zentrale Frage der Postcolonial Studies, wer spricht? Natürlich müssen die Communities vor allem eingeladen werden, auch, sich, also auch mit Entscheidungsmacht und auch der Austausch zwischen Hamburg und Namibia und Hamburg und den anderen Kolonien des Deutschen Reiches, aber eben auch den Gebieten, wo sonst kolonieähnliche Gebilde waren, ist wichtig. Also Entscheidungsmacht und Finanzierung. Die Kooperation eben über Ländergrenzen hinweg ist wichtig. Wir haben schon zum Beispiel mit KW Mulle habe ich ausgetauscht. Wir haben jetzt wieder einen neuen kolonialen Ort in Hamburg gefunden. Ich habe zum Beispiel gefragt, wo denn Adolf Wörmann seine eigenen KZs hat, den Windhoek. Also es gibt so viele Fragen, die wir jetzt nicht einfach von hier aus herausfinden. Und deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn uns auch dieser Austausch ermöglicht wird. In Hamburg brauchen wir ein Gesamtkonzept. Wir müssen tatsächlich 500 Jahre uns anschauen. Und wir brauchen internationale Konzepte. Wir brauchen in Hamburg mehrere Erinnerungsorte, wo wir einmal die Symbole der weißen Herrschaftsgeschichte kritisch anschauen. Nicht nur in Jenfeld, sondern in der Stadtmitte. Und wir brauchen meines Erachtens auch einen Ort, wo die Persönlichkeiten des antikolonialen Widerstands vorgestellt werden. Wir brauchen auch Forschung dazu und das bitte in der Stadtmitte. Wer kennt schon Anna Mungunda zum Beispiel oder Cornelius Fredericks in Hamburg? Ne? Also wie sind die Erinnerungskulturen außerhalb von Deutschland und außerhalb von Europa? Die Human Remains ist schon öfter angesprochen worden, die in Deutschland und auch in Hamburg lagern müssen zurück. Aber ich habe mit KW Mulle auch darüber gesprochen, ob zum Beispiel das möglich wäre, dass die deutsche Regierung in Namibia selbst Ausgrabungen finanziert für die Human Remains von den Menschen, die ermordet wurden und die noch nicht gefunden wurden. Genau, und diese Idee mit dem Kulturzentrum, mit dem Genozidzentrum, aber auch mit einem Museum, das Hamburger Völkerkundemuseum hat 1700 Objekte aus Namibia. Wenn sie zurückgegeben werden, müssen sie einen Ort haben und das wäre auch sicherlich ein Teil, was die Bundesregierung und auch Hamburg leisten kann.
In meinem Land, in Finnland, gibt es also das einzige indigene Volk in Europa, das sind die Sami. Und die haben inzwischen selbstverwaltete Museen. Da redet kein weißer Finne rein. Und das finde ich eigentlich angemessen, dass das so self-administered ist. So, ich glaube, damit komme ich zuerst mal zum Schluss und Dankeschön. Ja, dann würde ich das Wort an Susanne richten mit der Frage, wie ihr in dem Studienzentrum in Neuengamme mit den kolonialen Biografien bzw. Biografien von ehemals Inhaftierten umgeht oder wie ihr sie zeigt. Diese Biografien stehen ja oftmals auch im Zusammenhang mit deutscher Kolonialgeschichte. Gibt es da Möglichkeiten, die Verbindung von Rassismus, wir haben eben über Kontextualisierung gesprochen, aufzuzeigen? Ja, vielen Dank, Jonas. Bevor ich mich auf deine Frage äußere, möchte ich ganz kurz mich bedanken, dass ich hier heute sein kann und hier heute sprechen kann und vor allem auch, dass ich hier heute und gestern zuhören durfte, den Delegationen der Uwe Herero und Nama. Ich habe viel gelernt in den letzten zwei Tagen und bin dafür sehr dankbar. Zu deiner Frage und zu der Frage, die dieses Panel eben auch überschreibt, wie können wir uns engagieren, außerhalb, zusammen mit, gegen Institutionen? Ich selber arbeite in einer staatlichen Institution. Dazu würde ich gerne erstmal sagen, dass mein Eindruck ist, und das ist in den letzten zwei Tagen ja auch immer wieder deutlich geworden, dass nicht zuletzt oder was soll es sonst gewesen sein, dass das jahrzehntelange Engagement postkoloniale Initiativen der schwarzen Community, der Communities of Color innerhalb Deutschlands, aber auch eben in Namibia und anderen ehemals kolonisierten Ländern dazu geführt hat, dass es mittlerweile, und das wurde die letzten zwei Tage deutlich, durchaus ja Bewegung gibt in den Institutionen. Das würde ich so sagen. Es gibt Bewegungen, es gibt Umdenken, auch wenn das nicht bedeutet, dass damit sozusagen alles erledigt wäre. Es ist eher ein erster Schritt in einem langen Prozess. Das hast du eben auch gesagt, Hanni, und diejenigen von uns, die in Institutionen arbeiten. Es ist ein langer Prozess, Institutionen strukturell zu verändern. Ich weiß nicht, einige hier aus Hamburg waren vielleicht auch vor ein paar Monaten in der Werkstatt 3, als ein Projekt vorgestellt wurde, das in Berlin genau diese strukturelle Veränderung von staatlichen Institutionen versucht, zunächst einmal zu denken, auszuwerten und so weiter und das auf den Weg zu bringen. Das sind sicherlich Ansätze, die hier vorbildhaft sein könnten. Das dazu. Ich habe selber jahrelang auch außerhalb von Institutionen und zum Teil durchaus auch gegen Institutionen gewirkt im Bereich des postkolonialen Engagements. Also Hanni kenne ich auch seit 2004, als wir in Hamburg bei Hamburg postkolonial waren, später dann in Berlin. Ich würde gerne auf ein Beispiel kommen, um dann sozusagen auf Neuengamme zu sprechen zu kommen. Eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe 2009, 2010, als ich mit einer Gruppe von Frauen ein Projekt gestartet habe im Zusammenhang mit einer Kampagne, die von Christian Kopp und anderen und postkolonialen Initiativen in Berlin angestoßen wurde, anlässlich des Jahrestages der Berliner Afrika-Konferenz, war es im Deutschen Historischen Museum, sich genauer anzuschauen, wie eigentlich Kolonialgeschichte dort dargestellt wird. Und unsere Feststellung war, und das gilt eben insgesamt für die deutsche Gesellschaft, dass getrennt wird zwischen dem, was als deutsche Geschichte verstanden wird und dem, was als Kolonialgeschichte verstanden wird. Was nicht beleuchtet wird, sind die vielfältigen Verflechtungen dazwischen, die überhaupt erst ein ganzes Bild in Erscheinung treten lassen und uns in die Lage versetzt, uns selber auch in dieser postkolonialen Gesellschaft zu verorten. Das Anliegen, das unsere Initiative damals verfolgt hat, genau diese Verflechtungen
herauszuarbeiten und anschaulich zu machen für Interessierte, prägt auch ein Projekt, das ich eben gerade als Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Neuengamme nicht betreue, sondern ich bin Mitarbeiterin in diesem Projekt. Das ist ein Kooperationsprojekt, an dem neben der KZ-Gedenkstätte noch die Uni Hamburg mit Herrn Professor Zimmerer, ich weiß nicht, ob er heute noch da ist, zusammen stattfindet, mit der Universität Augsburg, gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Und uns geht es darum, Bildungsmaterialien zu erarbeiten, die Verflechtungen zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus aufzeigen. Und das erklärt vielleicht auch, warum sich ein Ort wie die KZ-Gedenkstätte Neuengamme beteiligt. Man könnte sich jetzt zunächst fragen, naja, es ist ein Ort, der sich in erster Linie eben mit den Verbrechen, die dort am historischen Ort, am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme auseinandersetzt und diese Geschichte vermittelt. Aber um auf das Umdenken von Institutionen zu sprechen zu kommen, auch hier lässt sich ja feststellen, dass in Bildungskontexten sowohl außerhalb der Schule als auch innerhalb der Schulen Kolonialismus und Nationalsozialismus immer noch getrennt voneinander behandelt werden, als hätten diese beiden Geschichten nichts miteinander zu tun. Und aus Sicht auch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und auch aus meiner Sicht ist es eben wichtig, diese Perspektive zu verändern, zu erweitern, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Und das ist etwas, was die letzten zwei Tage immer wieder thematisiert worden ist. Ich glaube, dass wir die Geschichte von Rassismus, von verschiedenen Formen von Rassismus und die Geschichte von Gewalt, die damit verknüpft ist, dadurch besser in den Blick bekommen, dass wir die Perspektive aufmachen und sozusagen diese Schubladen öffnen und die Verbindungen dazwischen herstellen. Also sprich, den Kolonialismus, ausgehend vom Kolonialismus uns angucken, wie war es denn eigentlich in Deutschland in der nachkolonialen Zeit, der Weimarer Republik, im NS und dann nach 1945 bis in die Gegenwart. Welche Nachwirkungen lassen sich in Bezug auf koloniales und rassistisches Denken und Handeln bis in die Gegenwart eigentlich feststellen? Und das Zweite, das ist gestern vor allem auch immer wieder thematisiert worden, das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, dass ich so das, was gestern, ich glaube, von Herrn Zimmerer als koloniale Amnesie bezeichnet worden ist, dass man dem besser auf die Spur kommen kann und diese dann auch effektiver bekämpfen kann. Also die koloniale Nostalgie, die bis heute in Deutschland weit verbreitet ist, also die partielle Erinnerung an den Kolonialismus, die eben die Geschichte von kolonialer Gewalt, die so fundamental Teil des Kolonialismus ist, die Geschichte des Genozids in Namibia, die Geschichte des Machi-Machi-Kriegs, dass diese Gewalt ausgeblendet ist im öffentlichen Diskurs. Und diese koloniale Nostalgie, das, was uns bis heute hier in dieser Gesellschaft doch immer wieder umtreibt, ist ja zurückzuführen auf die spezifisch postkoloniale Situation Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, insofern als Deutschland damals seine Kolonien abtreten musste nach dem verlorenen Krieg mit der Begründung, es hätte sich unter anderem durch Grausamkeiten gegenüber der kolonisierten Bevölkerung als unfähig zum Kolonisieren erwiesen. Ein Vorwurf, der ja durchaus zutraf, wenngleich die Staaten, die ihn vorbrachten, die Siegermächte des Ersten Weltkrieges selber ja auf eine umfangreiche koloniale Gewaltgeschichte zurückblicken konnten. Aber dies war die Geburtsstunde des Kolonialrevisionismus und der damit verbundenen verklärenden Mythen des Kolonialismus. Die Geschichte davon, dass die Deutschen angeblich besonders gute Kolonialherren gewesen seien. Und damit wurde die Geschichte kolonialer Gewalt sehr effektiv überschrieben von deutscher Seite. Und zwar eine Geschichte, die, das muss man sich vor Augen halten, das finde ich immer wieder bemerkenswert, nur 15 Jahre vorher von deutschen Kolonialsoldaten sogar ja als Postkartenmotiv an ihre Lieben nach Hause geschickt wurden. Also das ist doch schon eine deutliche Veränderung, die nachhaltige Auswirkungen hatte. Auch im Nationalsozialismus wurde weiter an eben diesem Narrativ geknüpft und tatsächlich wurde dies sogar auf perfide Weise sowohl für die NS-Rassenpolitik als auch für die Expansionsbestrebungen des NS-Regimes eingesetzt. Also diejenigen von Ihnen, die vorgestern war der Besuch im Tansania-Park im sogenannten, also bei der ehemaligen Lettow-Vorberg-Kaserne, dieses Denkmal, das Askari-Relief, ist eben vom Sommer 1939 oder ist
im Sommer 1939 eröffnet worden, kurz bevor die Soldaten eben Richtung Polen marschierten, um dort Lebensraum für deutsche Ansiedlung zu erobern. Das heißt, hier werden unterschiedliche Formen von Kolonialismus oder sozusagen von Expansion, sagen wir es so, miteinander in Bezug gesetzt. Wenn man sich dann die Zeit nach 1945 anguckt, stand die Auseinandersetzung mit den Massenverbrechen des Nationalsozialismus im Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wobei man auch hier sagen muss, und das ist, glaube ich, auch wichtig und das ist vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt für diese ganze Frage nach Solidarität, dass das harte Kämpfe bedeutet hat, auch für die Opfer der NS-Verfolgung anerkannt zu werden und dass ja auch bis heute nicht alle Opfer der NS-Verfolgung anerkannt sind. Das heißt, dass sozusagen man jetzt nicht davon sprechen kann, dass die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in dem Sinne eine Erfolgsgeschichte ist, oder beziehungsweise, ich finde, sowas muss man immer mit Skepsis betrachten, oder ich finde immer, dass Skepsis dann angebracht ist, wenn Deutsche anfangen, stolz auf was zu sein. Insofern immer noch mal gucken, was wird hier eigentlich gerade vermittelt. Und wenn man jetzt sich die heutige Zeit anguckt, und wir kämpfen uns alle hier damit ab, dass bis heute das Wissen über koloniale Gewalt, die kolonialen Verbrechen, aber auch antikolonialen Widerstand in der breiteren deutschen Bevölkerung kaum bekannt sind, stattdessen aber auch heute noch bestimmte kolonialrevisionistische Mythen, die bis auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurückgehen, weitergetragen werden. So hat dies auch, glaube ich, damit zu tun, dass nach 1945 Menschen in Deutschland sozusagen sich auch positiv auf diese Geschichte beziehen wollten. Sie konnten sich nicht auf die jüngere Vergangenheit positiv beziehen, aber meinten dies auf den Kolonialismus bezogen tun zu können, weil sie sozusagen mit diesen Narrativen aufgewachsen waren. Aber zurück zu dem, was das Thema des Panels ist. Auf welchen Ebenen ist Engagement notwendig? Mit den Institutionen, gegen Institutionen, jenseits von Institutionen? Ehrlich gesagt, ich glaube, alles ist notwendig. Auf allen Ebenen, wenn wir die Verhältnisse verändern wollen. Und ich habe den Eindruck, nach dem, was ich hier gerade in Hamburg beobachte, dass auch tatsächlich Vernetzung zwischen oder sozusagen Kontakte, Austausch jenseits der Institutionen mit Institutionen stattfindet, dass es sozusagen der Beginn eines Prozesses sein kann in die richtige Richtung. Bildung ist darin aus meiner Sicht ein Baustein von vielen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich in der Bildungsarbeit tätig bin, sondern ich knüpfe damit auch an Aussagen an, die ja auch Vorredner und Vorrednerinnen heute und gestern getroffen haben. Die Wichtigkeit dessen, dass man Wissen über die koloniale Geschichte weiter verbreitet, als Multiplikator oder Multiplikatorin wirkt. Denn das ermöglicht es uns, für die Gegenwart zu lernen. Was hat Vibhuka Kawari gesagt? You cannot start a discussion if there is no foundation. Und diese Foundation, diese Basis ist eben Wissen. Das heißt sozusagen neben dem Kampf und sozusagen, oder es kann in Verbindung mit dem Kampf um Anerkennung und um Entschädigung uns auch darum gehen und gerade hier in Deutschland dann auch uns darum gehen, eben so eine Basis zu schaffen, auf der das Wissen sich verankern kann und damit auch Solidarität auf eine breitere Basis gestellt werden kann. Ich spreche hier aus einer weißen deutschen Perspektive, deswegen will ich auf eine Sache zu sprechen kommen, die gestern auch angesprochen wurde, die Verschiebung der politischen Landschaft hier in der Bundesrepublik, nicht zuletzt seit der letzten Bundestagswahl. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, die mich mit großem Schrecken erfüllen von der Selbstenttarnung des NSU-Komplexes, der sozusagen die Bandbreite des rassistischen Terrors oder sozusagen die Massivität des rassistischen Terrors in diesem Land heute in der Gegenwart deutlich macht. Aber auch die Tatsache, dass es eben nicht nur am rechten Rand derzeit zusehends zu einer Enttabuisierung von rassistischen, von antisemitischen, von sozialdarwinistischen Diskursen kommt. Ich finde es ganz interessant, dass
auch in Gedenkstättenkreisen, sicherlich auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen derzeit immer wieder darüber diskutiert wird, wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie gehen wir mit dieser Diskursverschiebung Richtung rechts um? Und meine Beobachtung in diesem Zusammenhang ist, dass immer wieder die Sprache auf die sogenannte rote Linie kommt. Wenn diese überschritten würde, müsse man eben rechte Positionen, rassistische Positionen nicht mehr hinnehmen. Die Frage ist ja immer, was ist dann die rote Linie? Ich würde denken, also was ich beobachtet habe, es wird dann in dem Zusammenhang immer wieder darauf hingewiesen, die rote Linie ist da, wo ein positiver Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit oder NS-Ideologie hergestellt wird. Und ja, in der Tat, das ist etwas, was in jedem Fall skandalisiert werden muss, angeprangert werden muss und da müssen wir, glaube ich, einfach, wie soll man sagen, wehrhaft sein. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir uns fragen müssen, was das bedeutet. Also bedeutet das, dass andere Formen von Rassismus, die keinen direkten Bezug zum Nationalsozialismus haben, ob die dann diesseits der roten Linie sind? Darüber sollten wir, glaube ich, diskutieren, weil das fände ich auch, das fände ich fatal. Deswegen plädiere ich dafür, möglichst breit eben an einer rassismuskritischen Sensibilisierung zu arbeiten. Das bedeutet eben auch verschiedene Formen von Rassismus ernst zu nehmen, sich damit zu befassen und sie dann auch effektiver bekämpfen zu können. Das von meiner Seite. Wir kommen zurück zu Dekolonisierungsstrategien der Zivilgesellschaft und ich möchte Professor Seugvar fragen, Sie haben angedeutet, dass Sie etwas vorbereitet haben zu den verschiedenen Strategien, Konfliktlinien und vielleicht auch Potenzialen von ja, verschiedenen Auseinandersetzungen. Dekolonisierung ist ja eine interdisziplinäre Sache, findet auf vielen Ebenen statt. Und deswegen ja, bin ich gespannt und freue mich auf Ihre Ausführungen. Ja, danke, Jonas. Viel ist schon gesagt worden und ich werde mich tatsächlich auch nur auf die Frage jetzt konzentrieren, ob es und inwiefern es Sinn macht in der Auseinandersetzung für eine angemessene Dekolonisierung und postkoloniale Erinnerungskultur für die Zivilgesellschaft sich außerhalb von, zusammen mit oder gegen die politischen Institutionen zu positionieren. Also diese Frage ist das, was mich jetzt beschäftigt. Es geht hier im Ringen um eine zufriedenstellende Erinnerungskultur, um eine Reflexion über die adäquate Auseinandersetzung bzw. Kampfmethode. Zwei dieser Kampfmethoden, die eher implizit mit dem Paneltitel formuliert sind, möchte ich hier explizit erwähnen und deren Angemessenheit für die Diskussion stellen. Es handelt sich um die Strategie oder die strategische und die taktische Vorgehensweise. Nach der strategischen Methode zu handeln, würde von der Kriegswissenschaft her gesehen voraussetzen, dass die Zivilgesellschaft sowohl über einen eigenen Ort als auch über eine eigenen Kampfmittel verfügt, die in der Relation zum Gegenüber, wer auch immer dieser Gegenüber sein mag, auf eine realistische Chance zum Sieg bei der Auseinandersetzung hoffen lässt. In der Auseinandersetzung, wo die Strategie als Kampfmethode gewählt wird, ist die Positionierung außerhalb des gegnerischen Terrains erforderlich. Die Kampfhaltung ist meist konfrontativ und der Sieg des einen bedeutet zugleich die Niederlage des anderen. Wer jedoch weder über einen eigenen Ort noch im Hinblick auf die Kräfteverhältnisse über annähernd gleichwertige Kampfmittel wie sein Gegner verfügt, ist gezwungen, in der Auseinandersetzung taktisch vorzugehen. Die Taktik ist also die Kampfmethode des Schwachen.
Weil sie keinen Ort hat, schreibt Michel de Certeau, ich zitiere, bleibt die Taktik von Zeit abhängig. Sie ist immer darauf aus, ihren Vorteil im Fluge zu erfassen. Sie muss andauernd mit den Ereignissen spielen, um günstige Gelegenheiten daraus zu machen. Der Schwache muss unaufhörlich aus den Kräften Nutzen ziehen, die ihn fremd sind. Er macht das in günstigen Augenblicken. Zitat Ende. Wer also die Taktik als Kampfmethode anwenden muss, befindet sich, was seine Positionierung angeht, innerhalb des gegnerischen Terrains. Denn er verfügt ja nicht über einen eigenen Ort. Er ist mittendrin, wie unter Besatzung. Die Kampfhaltung in der taktischen Vorgehensweise ist nicht konfrontativ, sondern transgressiv. Das heißt, durch Grenzenüberschreitungen innerhalb des gegnerischen Systems gekennzeichnet. Und der Sieg des Mächtigen bedeutet meist soziale Spannungen, die sich in verschiedenen Formen der sozialen Unruhe manifestieren können. Was folgt nun aus dieser Erläuterung im Hinblick auf eine Reflexion über die adäquate Auseinandersetzungs- bzw. Kampfmethode bezogen auf das Ringen um eine zufriedenstellende Erinnerungskultur? Ich möchte nun keine Antwort formulieren, sondern vielmehr einige Fragen stellen, die wir vielleicht gemeinsam diskutieren werden. Angesichts der ethischen Dimension, die dem Gegenstand postkoloniale Erinnerungskultur, Dekolonisierung, worüber wir hier sprechen, zugrunde liegt. Angesichts der Immensität der kolonialen Verbrechen und deren Kontinuität in der Gegenwart, die letztendlich diesen unseren Werten, worüber wir als Europäer und der Westen so stolz zu sein scheinen, vor die unumgängliche Frage stellt, ob wir zivilisiert oder Barbaren sind, scheint es mir in diesem Forum sinnvoll, die Frage zu diskutieren, ob es überhaupt erstrebenswert ist, im Kampf um eine angemessene Erinnerungskultur in den dichotomen Kategorien Sieger, Verlierer zu denken. Ist anders formuliert die Strategie als Methode des Stärkeren angebracht, wenn nichts weniger als die Glaubwürdigkeit der normativen Prinzipien, die unserer Zivilisation zugrunde liegen, auf dem Spiel steht? Wie kann die Partizipation der Zivilgesellschaft in einem Prozess der postkolonialen Erinnerungskultur bzw. Dekolonisierung unter Bedingungen von Machtasymmetrie wie im Fall Hamburgs stattfinden? Es bietet sich an, dass der stärkere Gegner, der zugleich historisch der Täter ist und moralisch eine unvergessliche Bürde auf den Gewissen trägt, angesichts der schon erwähnten ethischen Dimension, die mit dieser Auseinandersetzung verbunden sind, die Möglichkeit ergreift, sich zu rehabilitieren, indem er auf das übliche Argument der Gewalt des Stärkeren verzichtet. Lassen Sie uns hören, was Aimé Césaire über diese moralische Bürde der Europäer sagt. Ich zitiere. Eine Zivilisation, die sich unfähig zeigt, die Probleme zu lösen, die durch sie Wirken entstanden sind, ist eine dekadente Zivilisation. Eine Zivilisation, die mit ihren eigenen Grundsätzen ihr Spiel treibt, ist eine im Sterben liegende Zivilisation. Tatsache ist, dass die sogenannte europäische, die sogenannte westliche Zivilisation, wie drei Jahrhunderte bürgerlicher Herrschaft sie geformt habe, vor das Tribunal der Vernunft wie vor das Tribunal des Gewissens gestellt, außerstanden ist, sich zu verteidigen. Und dass sie sich mehr und mehr in eine Heuchelei flüchtet, die umso abscheulicher wird, je weniger Aussicht sie hat, zu täuschen. Europa ist nicht zu verteidigen. Zitat Ende.
Ja, Sie haben es gut verstanden, meine Damen und Herren. Nur der historisch Besiegte, der Überlebende der westlichen Barbarei, gestern wie heute, ist in der Lage, den Westen moralisch zu rehabilitieren. Ob diese Rehabilitation stattfinden kann, hängt vom Sieger ab. Der Patient muss sich heilen lassen. Dies geht nur, wenn er auf das, was ihn zum Kranken gemacht hat, nämlich die rohe und symbolische Gewalt zum Zweck ihrer hegemonialen Macht verzichtet. Um sich reumütig, demütig und partnerschaftlich in einen therapeutischen Dialog mit dem Opfer, dessen Nachkommen und all denjenigen, die an Werte der Mitmenschlichkeit und der globalen Solidarität glauben, zu begeben. Okay, das war es für zuerst. Ich würde gleich daran anknüpfen mit meiner ersten Frage an euch alle. Und zwar, Herr Seugwar, Sie haben auf die Dualität eigentlich angesprochen zwischen Siegern der Geschichte und Verlierern der Geschichte. Aber sind wir nicht, ist es nicht de facto, gerade wenn wir jetzt Hamburg als Beispiel nehmen, oder auch Biografien von Menschen als Beispiel nehmen, die sich eben zwischen verschiedenen geografischen Gebieten, zwischen verschiedenen Sprachen bewegen und damit eben Ausdruck von diesen geteilten und verflochtenen Geschichten sind, über die wir sprechen. Ja, ist es dann nicht so, dass wir diese Dekolonisierungsstrategien auch dazu benutzen können, ja, ein Gesellschaftsmodell aufzuzeigen, was eigentlich viel, viel passender ist vielleicht für das 21. Jahrhundert, in dem wir uns befinden, nämlich ein Gesellschaftsmodell, was sich nicht mehr an nationale Identitäten klammert, sondern diese loslässt und ja, affirmativ sozusagen umgeht mit pluralistischen Gesellschaften, geteilten Geschichten, diese Gewaltgeschichten auch anerkennt und entsprechend erinnert. Vielleicht würde ich gerne das Wort zu Jeff da wiedergeben und dann könnten wir direkt in der Reihenfolge verfahren. Das macht es dann für mich ein bisschen einfacher. If you could all address this question of shared heritage and entangled histories and how they could contribute to, if you could address this question of shared histories and histories of violence and, yeah, entangled, so to speak, entangled societies who, you know, are not to be reduced anymore to these, you know, strict national ideas. If you could maybe also from your own perspective as someone who is from Namibia but lives in the US and your activism is global in that sense, if you could speak to us about how you can use this perspective as well for your activism. Well, to be honest, the whole topic about is it within or outside institution and in the struggle. I think what I try to say about Namibia is like we got independence, but we inherited the institutions. But however, our idea was to get into the museum or to the parliament that was built on top of the concentration camps. And so, but we never changed the whole foundation of the values that what building was established for. So it is, if you want to change institutions, if you want to change, then you have to question the institutions within which you are operating. In the United States, the students and some young people they destroyed the statues of Confederates, soldiers, and they took it away. And the governments and city governments are saying like, okay, that's great. And in Baltimore City, predominantly African-American communities,
the city council immediately said, like, let's take this out. So they removed the statues. However, they have not questioned the whole essence of those values that the institutions were established. So how effective is that? I really don't know. So we have to question ourselves. Shall we pass that on? Does anyone want to? Yeah. Thank you. Yes. I don't know if I should speak English or not. thank you for all of you who gave the statements. Number one, because we talk so much about institutions. From a human rights perspective then, who makes up institutions? Because I think very much in these settings, we talk about the institution as the enemy, as the agency of the reproduction of racism. Okay, this is very easy, because then it has nothing to do with me. It's the wrong ministry, it's the wrong cultural center, it's this minority of people who do always racist acts. What's about me? We don't talk about this. And what I have experienced in these struggles of promoting human rights for black people, for Africans, is that, unfortunately, I have to say that bluntly, it's not sexy. The topic is not sexy. When black people talk about their rights, when they go to the street and say Black Lives Matter, we get the response, all lives matter. When I go out and say we have a UN decade, because enslavement has been recognized as crime against humanity, because the genocide against over Hiram Nama is not recognized as such, although we have the facts. They tell us, well, there have been other genocides as well. It was before the recognition of 1948. They tell us, why educate for Africans only? There are other groups. Why do we have to justify that we fight for our human rights? This is my question to this audience here. So the topic seems not to be sexy. Black people sit together. We have taken this struggle as our fight. And from a human rights perspective, it's not just our fight. It's not black people who have to go to the streets and say, they are killing us, they are not respecting us, they have killed us back and now again. Where is the solidarity? I don't see the solidarity, I'm sorry. Also ich mag da weiter, wo sie jetzt aufgehört hat. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, wenn wir jetzt dieser Kampf auf eine globale Perspektive denken wollen, dann müssen wir genau uns Gedanken darüber machen, von wo wir sprechen. Also es ist nicht so, dass wir in abstrakten sozusagen Orten sprechen. Es gibt, ich habe als Betroffener, ich habe als Mensch, der mit dieser Geschichte unmittelbar involviert ist, ich habe eine andere Sensibilität darüber. Und es ist nicht so, dass ich nur über abstrakte, geteilte Geschichte, manchmal scheint das, es mag deskriptiv sein, aber es ist mehr als nur das. Ja? Es ist eine Geschichte der Gewalt und es muss als solch anerkannt werden. Die Frage, es wird problematischer, wie vorhin gesagt, ab dem Moment, wo wir den Eindruck haben, dass es eine Art von Hierarchie in dieser Gewaltkonsideration gibt. Und so dass, und wir haben hier schon gehört, dass es eine Kontinuität gibt in dieser ganzen Geschichte, dass manche Genozide möglich geworden sind, weil es auch diese lange Geschichte der Genozid betroffen, sozusagen bezogen auf Schwarzen gegeben hat. Und diese Kontinuität herzustellen, ist wichtig. Zu verstehen, dass es eine Relation gibt zwischen dem, was die anderen schon erlebt haben und das, was wir erleben. Nur, meine Frage ist immer, warum ist es so? Warum ist es so, dass das Leiden des anderen ist nicht gleich das Leiden, des einen ist nicht gleich das Leiden der anderen? Deshalb sage ich immer, wir müssen sozusagen das, was Spivak mit affirmative Sabotage bezeichnet. Das heißt, wir müssen diese Korpus von Werte des Westens, ja, wo sie über abstrakt, über
Menschenrechte sprechen. Wir müssen das hinterfragen, von welchem Mensch sprechen wir hier? Ist das der Mensch in allgemein, der Homo sapiens sapiens, also der Schwarze bedacht, oder ist das der weiße Mensch? Das ist eine offene Frage. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir global solidarisch sein. Nur wir merken, dass in diesem Kampf wir kommen nur im Schneckentempo voran, wenn überhaupt. Ja? Und wenn eine kleine Konzession gemacht ist, dann freuen wir uns schon, dass viel, ja, es gibt, der Wind ändert sich. Aber warum soll es so sein? Wir müssen nicht die Reife neu entdecken. Wir haben schon genug gelitten und dieser Gradualismus, ja, es wird besser, es wird, nein, wir haben keine Zeit mehr zu warten. Das ist das Problem. Also globale Solidarität, ja, aber wir, es geht mir nicht um geteilte Geschichte, es geht um Leiden aus der Perspektive der Betroffenen und ich habe keine Zeit, über Optimismus oder Pessimismus zu sprechen. Ich sehe, ich leide. Ja, ich leide. Darum geht es. Und das muss tatsächlich thematisiert werden. Es ist nicht nur eine abstrakte, geteilte Geschichte. Nein, wir haben ein Problem. Und dieses Problem muss direkt adressiert werden. Und diese Radikalität auch. Ja, also ich verstehe deine affirmative Sabotage auch immer wieder ständig bleiben. Ja? Schneckentempo, das ist wohl wahr. Wir sind ja auch mit Berlin postkolonial immer in Kontakt und vergleichen auch unsere fortschreitende Erinnerungskultur. Es hat sich schon was getan, aber es ist sehr, sehr langsam und man sagt immer, in Hamburg müsste man dicke Bretter bohren. Zu dieser Dualität Sieger und Verlierer, das ist wahrscheinlich was anderes als Täter und Opfer, so graduell zumindest. Was mich schon immer auch ein bisschen stört im Shoah-Gedenken ist, wenn die weißen Deutschen sozusagen da mit involviert sind, dass sehr schnell aus allen Opfer, also aus allen Menschen, die davon betroffen waren, Opfer werden. Widerstandsformen gibt es ganz unterschiedliche und ich finde zum Beispiel, dass der jüdische Widerstand viel zu wenig bis jetzt beachtet ist. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Du hast gesprochen von nationalen Identitäten. Was ist denn hier eine nationale Identität? Ist sie weiß noch heute? Also ich meine, die deutsche Gesellschaft ist mehrheitlich weiß im Vergleich zu anderen europäischen Nationen, aber die offene Frage wahrscheinlich heute bleibt trotzdem, was nationale Identität in Deutschland ist. Also es gibt ja nicht nur weiße Deutsche. Die Entangled History, also ich denke schon, dass wir zusammen die Geschichte bearbeiten müssen und sicherlich auch mit Institutionen, aber eben auch in kritischer Distanz immer wieder gehen. Und ich denke, dass die weiße Gesellschaft, auch weiße Männer, lernen sollten, zuerst mal einfach zuzuhören. Ich würde nur ganz kurz anknüpfen wollen an das, was Hanni gesagt hat. Gerade die Auseinandersetzung mit Biografien von Menschen, die selber von kolonialen Rassismen betroffen waren, die sich auf den Weg gemacht haben, also das sind Biografien, mit denen ich mich derzeit befasse, den Weg gemacht haben, entweder aus den Kolonien nach Deutschland oder aus den nicht mehr unter deutscher Kolonialherrschaft stehenden Regionen außerhalb Europas oder unter anderer Kolonialherrschaft stehenden Regionen nach Deutschland, um dort dann wiederum die NS-Zeit und den NS-Rassismus erleben zu müssen, kommt auch immer wieder zurück auf die Frage nach dem Handeln, nach der Agency derjenigen,
die diese Geschichte durchlebt haben. Ich finde das auch ein wichtiger Punkt, also Widerstand wie auch Solidarität auf dieser historischen Ebene zum Thema zu machen, um sie auch als Orientierungspunkte in der Geschichte zu beleuchten. Das finde ich wichtig. Und gleichzeitig ist es so, du sagst, in Bezug auf die Vermittlung der Geschichte des Holocaust verschwinden diejenigen, die die Opfer dieses Holocaust sind, als Handelnde hinter der Geschichte. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, dass es sozusagen sowohl in Bezug auf den Holocaust als auch in Bezug auf den Genozid in Namibia natürlich so ist, dass angesichts des rassistischen Terrors und der Mordpolitik das Handeln natürlich irgendwann schwierig wird, ja, also wenn sozusagen die Machtverhältnisse so sind und der Terror so groß ist. Gleichwohl ist das, glaube ich, ein Punkt, an den wir anknüpfen können. Also diejenigen, die Opfer rassistischer oder antisemitischer Mordpolitik waren, gleichwohl als Handelnde, als Menschen mit eigenen jeweils individuellen Geschichten und Lebenswegen anzuerkennen und tatsächlich auch sozusagen die Geschichten von Widerstand nicht verschwinden zu lassen, selbst wenn sozusagen die Gewalt quasi erdrückend ist. Wäre für mich auch ein Punkt. Dein Punkt mit den geteilten Geschichten, auf denen du zu sprechen gekommen bist, tatsächlich finde ich, ist das ein ganz interessanter Punkt, wenn es um migrantische Biografien geht, wie die, mit denen ich mich gerade befasse. Weil ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, in unserer Gesellschaft uns auch mit Formen zum Beispiel von Migration oder antirassistischem Widerstand vor 45 zu befassen, der, glaube ich, zumindest in breiten Teilen unserer Gesellschaft nahezu unbekannt ist, weil es sozusagen dann die Perspektive auch auf die Gegenwart verändern kann. Das vielleicht noch so ein Punkt, dass man sozusagen auch das mit ins Bewusstsein versucht reinzuholen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, das halte ich für einen wichtigen Punkt. Yeah, in the context of entangled history, I would like to bring to your attention that the German government political doctrine toward Namibia says, like, Germany has moral and historic responsibility toward Namibia. What does it mean? The German government has moral and historic responsibility toward Namibia. What if you change the word government to the German people have historic, moral and historic responsibility towards the Namibians or Herero and Nama? Because then they will change the dialogue. But why is it only Namibia? Why is it not Tanzania? Why is it not Cameroon? Why is it not Togo? Because they killed 300,000 people in Tanzania, more than the Hereros and Namas combined. Does it make Tanzania less valuable or not morally obligated or responsible? What is the choice? What is the difference? So the German government is playing with the words and is dividing Africans. Like Namibians, we are morally and we have moral and historic responsibility. Tanzanians, you are on your own. Cameroon, you are on your own. So we have to change the dialogue and the conversation and the language that is being used. So perhaps demand that you change the language from German people should or must have moral and historic responsibility, but not being responsible as a patriot, in a kind of bad way, in a way that we are children, but just owning and correcting what had happened in Africa in general. And Namibia case, or the Herero and Nama genocide, was part of the African history. And we just happened to have that twist of the intention of trying to wipe these two tribes.
However, the methods, the atrocities and the number is the same what the fate of the Tanzanians and other people in Africa or even in other colonies of Africa. So I would like you to think about how we use the language to try to divide or try to neutralize the issues in that context. And finally, I always said this yesterday, as a white person or someone any in a privileged position, I said, question, you must always question your privilege in the society. Because if you question it, then you try to understand like you are not only smart, maybe you were just talking to a black person or someone from Syria just because of your whiteness, or you are talking to someone just because of your position within the society. So anything that you do or wherever you walk in your life, you have to question your privilege in the society in order to effect change. Okay, thanks. Thank you very much for this comment. I wanted to add on that. So I understand what you're saying. Reflect about your privileges is very important. And now, like my next point or step would be like, and then what? And I think this is the issue, the main issue we're dealing with. When I speak to even a person we call allies in the struggle against racism, in the fight for human rights for all, that I receive the feedback that people tell me, those allies tell me, I am reflective. I try to be careful. But how do I join the struggle? How can I be part of the struggle? And recently, wherever I'm talking, even to my own communities, I'm inviting all of us to be, I don't know if to be open will be the the right word, but I challenge also ourselves to enable, to make space, to make room for this solidarity. Because on the one hand, I'm the one who say I don't see much solidarity, and many people I know, black people would agree. They say, oh, we are alone. We are alone in this fight. At the same time, whenever we have our spaces as well, I observe also ourselves being in between this inclusion and exclusion. So, and sometimes also the allies being outside, trying to find their way in. How can we be part? So I think this is a question for all of us, because if they don't know how to come in and we don't know how to receive them, we also stand still. So maybe you have a response to it of how you would like then this solidarity to look like if it happens. Sorry, let me give you an example of what I mean. I was talking to someone, a German guy, and I asked the person, you want to apologize, but have you ever asked how the Hereros and Nama people apologize or how they receive apology culturally? And it was like, I never asked that. I never thought about that. So when I say question your privilege, I have been in movements in the United States with the whites and everybody else. They will come, but if you have not get rid of your own racism or prejudice, whatever you are doing, you are going to replicate your own biases, even if you mean well. So, but question your privilege and challenge it and move from your comfort zone to a different zone. And then you can be progressive and your values will not be, your bad values will not be reflected in your work. Sorry. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich jetzt von meiner Seite noch eine letzte Frage stellen und dann nochmal das Wort an euch geben und danach dann an unsere Gesamtmoderation Tom und Josie dann überleiten. Vielleicht nochmal abschließend, weil es eben jetzt auch der letzte Konferenzteil dieses Kongress ist. Nochmal die Frage vielleicht erstmal an Sie, Herr Sogwa. Also Sie haben gesagt, Sie haben
keine Lust, über Pessimismus oder Optimismus zu diskutieren. Das verleitet mich jetzt natürlich, Sie trotzdem zu fragen, weil wir diese Debatte tatsächlich gestern Abend auf der Stubnitz geführt haben. Also auf der einen Seite die pessimistischen Einschätzungen, wenn wir zum Beispiel Projekte wie die Hafen City sehen in Hamburg, also nicht nur zu dem Verschweigen von Gewaltgeschichte, kommt dann auch noch neue Reproduktion in neuen städtischen Projekten. Wir haben das Humboldt-Forum in Berlin, also eine neokoloniale Form von Kulturrepräsentation. Und wir haben natürlich die weit rechte AfD-Partei, die es in die Parlamente schafft in Deutschland. Aber wir haben eben auch Erfolgsbeispiele, für die wir ja wirklich sehr hart kämpfen, wie zum Beispiel die, ich glaube, es sind 3 verschiedene Straßen in Berlin, die demnächst umbenannt werden, also ein Fortschritt in der dekolonialen Erinnerungskultur in der Stadt Berlin. Ja, oder eben diese Konferenz, die jetzt das Bitten um Vergebung des Kultursenators Herrn Brosters am Freitag beim Senatsempfang erwirkt hat, was für die Delegation ein bewegender Moment war, genauso wie für uns Organisatorinnen. Deswegen vielleicht nochmal von unserer Seite aus nochmal die letzte Frage auf diesen Ausblick, wie es weitergeht, woraus wir auch die Kraft schöpfen können, diese Kämpfe dann weiterzuführen, auch wenn sie eben so langsam vorangehen und auch wenn sie vor dem Kontext von einer umfassenden Problematik stehen. Ja, also ich sage, ich habe keine Zeit und keine Lust sozusagen, weil ob die, solche Einschätzungen wie Optimismus oder Pessimist zu sein ist, eigentlich, das sind Adjektive oder Haltungen von Menschen, die eher Zuschauer sind von Prozessen. Ja, wir sind nicht wir haben nicht diesen Luxus, optimistisch oder pessimistisch zu sein. Wir sind mit der Problematik konfrontiert und wir müssen was tun. So, und die Frage ist nur jetzt, welche Art von Kampf wollen wir kämpfen angesichts der Sachlage und der Kräfteverhältnisse. Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen, weil einige Initiativen sind gestartet, einige Dinge sind gemacht worden seit Jahren und man schöpft Hoffnung dabei. Es ist wichtig, wir sind sowieso, sowas wie Gefangene der Hoffnung. Wir haben keine andere Alternative. Wir müssen hoffen, ansonsten sind wir tot. So. Die Frage, der Punkt ist, dass wir müssen tatsächlich es gibt kein Umweg auf diese Antwort. Welchen Kampf wollen wir führen angesichts all dem, was wir an Niederlage schon erlitten haben? Wir müssen sehen, dass diese Verlangsamung, diese Art von Navigation à vue, Dinge zu machen, ohne sie zu planen, ohne zu wissen, wohin wir gehen, gehört genau zur Vernebelungsstrategie. Das gehört zu der Strategie, einfach Leute sozusagen ins Leere laufen zu lassen. Und ich meine, ich plädiere dafür, dass wir tatsächlich uns, es ist eine politische Frage, die wir hier diskutieren, ja, es ist eine politische Frage, die Frage muss also politisch geantwortet werden. Das heißt, wir brauchen nicht von der Verwaltung, nicht von irgendwelchen Behörden, wir brauchen von der Politik eine klare Haltung, die besagt, wir bekennen uns für dem, was passiert ist, weil das, was passiert ist, berührt sozusagen die Grundlage unserer Selbstverständnis, unserer Werte, sind wir Barbaren oder Zivilisierte? Wenn wir Zivilisierte sind, dann müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen, die heute leiden, weil wir sie barbarisch behandelt haben, wir müssen dafür sorgen, dass sie in ihre Rechte wiederkommen, damit wir gemeinsam
in einer menschlichen Gesellschaft leben können. Darum geht es. Deshalb habe ich gesagt, es geht nicht um Sieger oder Verlierer. Es geht darum, dass diejenigen, also ich meine, wenn der Westen oder die Europäer, wenn sie über ihre Überlegenheit sprechen, dann meinen sie die Werteüberlegenheit. Also müssen wir diese Werteüberlegenheit hinterfragen. Wenn Sie sagen, ja, Sie sind wertüberlegen, dann müssen Sie in einen dialogischen Prozess das ermöglichen, politisch ermöglichen. Zum Beispiel im Fall Hamburgs kann die Politik sozusagen sich engagieren und sagen, ja, wir werden diesen Dekolonisierungsprozess jenseits von politischen Prozessen hier, politische Partei, wir werden das angehen. Es gibt ein Budget. Es gibt, und das ist jenseits sozusagen von Wahlperiode. Und alles andere ist technisch. Und man kann dann Konzepte und all diese Dinge entwickeln. Aber solange es diese Bekenntnis nicht gibt, ist alles symbolisch und für meiner Meinung nach nicht zielführend. Weil wir sehen das in anderen Dingen, wie das gehen kann. Ja? Es gibt andere Sachen, wenn es darum geht, Straßen zu bauen oder Stadt zu planen, können wir das ganz gut. Warum können wir das hier nicht machen? Das ist meine Frage. Deshalb bin ich in vielen Dingen eher skeptisch. Es ist nicht optimistisch oder pessimistisch. Ich bin skeptisch und diese Haltung der Skepsis, ich lass mich gerne für das Gegenteil überzeugen, ja? Aber ich möchte nicht, dass man mich mit Worten widerspricht, sondern mit Taten. Das ist mein Punkt. Ich denke, politische Aktion ist das eine. Wir brauchen eine politische Haltung. Ich fordere eine gesamtgesellschaftliche Haltung gegen Rassismus. Und ich denke, das fehlt. Und ich bin kein Pessimistin, aber ich bin skeptisch genug, um zu wissen, dass die Geschichte uns gezeigt hat und die Erfahrung gezeigt hat, dass eine politische Haltung auch Symbolpolitik sein kann. Und im Kampf gegen Rassismus zählt das nichts, weil es den Opfern halt on the ground auch nichts weiterbringt. Viele haben sich sozusagen überrascht gezeigt über den Rechtsruck der Gesellschaft in den letzten Monaten, Jahren. Übergeordnet muss man aber sagen, dass wir jetzt einfach offenere Strukturen haben, dass Menschen ausdrücken können, was sie denken. So, und das tun sie. Im letzten Jahr war die Vereinten Nationen hier in einer Untersuchungsmission und wir sind durch Deutschland gereist und wir haben Opfer getroffen von Rassismus, wir haben Aktivisten getroffen. Und das Bild, was sich gezeichnet hat im Gespräch mit Betroffenen von Rassismus und Nicht-Betroffenen, das war wirklich wie Tag und Nacht. Weiße Vertreter haben gesagt, Deutschland ist ein offenes Land, willkommenes Land, wir tun viel im Vergleich zu anderen. Schwarze Vertreter haben gesagt, wir werden diskriminiert. Die Zahlen haben gezeigt, schwarze Menschen sind überproportional diskriminiert und sie sind überproportional vertreten im Niedriglohnsektor, wenn überhaupt. Die Zahlen sprechen für sich, die Empfindungen sprechen für sich. Und es kam viel auch dabei raus, die politische Haltung, die Institutionen oft auch haben, das sind Überzeugungen, persönliche Überzeugungen. Ich stelle keine schwarze Person ein, weil die weiße sauberer arbeitet, ordentlicher arbeitet, gewissenhafter ist. Da müssen wir ran. Und ich plädiere immer noch dafür, dass politische Haltung das Problem nur verschiebt, sozusagen auf eine andere höhere Ebene und uns rauslässt. Und wir müssen uns alle damit beschäftigen, deswegen gesellschaftlich entscheiden, wo möchte ich stehen in dieser Debatte. Go ahead. Oh, no. We are about to conclude, or? Of course, right? Yes, we're just you want having me to, concluding to do my statements. Do you want to be my performance with them? Yes, let's do that as well. All right. We always close these talks with everybody. Stand up, please. And I always ask someone to get
a penny or something, money from your pocket, and please, if you don't have it, give it to someone else, or carry something, just something like this. I want you to put money, I mean this penny, on your finger, one of your fingers, or anything, or just give it to someone. I want you to carry it, yeah? Just a penny, most. And I want like you to balance it on your left pinky, or just try to keep it like this. Should be a little bit shaking. Come on. Here. Sorry. So everybody's all set, holding something, hold it like this. And I tell this story. When my grandmother who raised me turned 80 years old, we asked her, what is it what you want to do? Something special. She said, like, I would like to go back to the farm, to the place where we were born. We used to hear this place as kids, but we had no memory of the place. I said, what do you mean? Yes, you know what I mean. What is the name of the place? So again, she told us, and we went and researched what is the name of the place. It's called Katete or Katete. Now it's a farm that belonged to Italian. Anyway, so we did. This is how difficult it is to balance. And we drove to the place, and we drove to the farm, but there was a riverbed, and so our car got stuck in the sand. I said, so what are we going to do now? Just go to the farm owner and ask them to help us get out. So we get out with my kids, young ones, in United, I'm travel from America, and we asked the guy to help us. And the farm owner, white guy from Italy, said, like, go help them out. So we came, and the farm owner asked, so who are you, and what do you want anyway? He said, like, this old lady turned 80, and she wanted to come and see her place of birth. Ah. He was so annoyed. All right, go around. And so we walk around, and she was pointing that, oh, that's what used to be the cemeteries, used to be something. And it was a 10-minute drive around the farm, and we got out. And she said, now we can go wherever you want to take me. Yesterday we saw the young people, artists, multimedia, and the question was the shape of memory. And I asked, is it the shape of memory or the burden of memory? And what is my burden of memory? My grandmother, the unknown tree where my great-grandmother was left to die, or the farm my grandmother took me and my children to say her final goodbye? Is it the shape of memory, or is it the burden of memory? So we all have memory, and we have obligation as human beings to fight the struggle or to do the right thing. We have been fighting this struggle for many years as hero and number victims with no money, but all what we are fighting is just memory. And the other day my son asked, so if you die, is this issue going to die? I said, no, because when you die, maybe the issue, when you die, you pass it on to your kids. The burden of memory or the shape of memory? I don't know. The penny is basically how difficult it is to carry the burden of the memory of someone else. That's the whole point that I'm trying to say, that we have been carrying this penny is the memory, the burden of genocide, the burden of your mother being left under the tree, the burden of this. This is why these young generations, they are coming in because they heard this story, and the memory of genocide is burdensome. Sometimes we are ashamed that we have to tell our stories.
Sometimes you have to wake up and explain, why are you dressed like that, a woman or a number? But that is where we are, and the burden of memory is your genocide. And you may have a burden of memory, and you may have another burden of memory, like a sister from Rwanda. So that's what I'm trying to say. You understand? Thank you.